Willkommen zurück zu Fable. Wir sollten jetzt alle 25 Bücher zusammen haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich weiß ja nicht, ob die Doppelten auch zählen, weil ich habe einmal wieder der Furzer gefunden. Oder wie auch immer das hieß. Leitfaden für Furzer. Ich weiß nicht, ob das zählt. Deswegen keine Ahnung. Falls doch, haben wir, glaube ich, echt jetzt alle Bücher zusammen. Hallo, ihr da. Habt ihr Heldenpuppen? Ja. Wirklich? Super. Mein Lehrer hat eine echt seltene Puppe. Du hast aber eine ganz schön alte Stimme für dein Alter. Wir dürfen nicht damit spielen, weil sie so selten ist. Ach so, was für eine hat er denn? Es gibt insgesamt 7 Puppen, sagt er. Wenn ihr alle habt, besucht bitte unseren Lehrer. Okay. Ich muss jetzt wieder zur Schule. Tschüss. Ja, da will ich auch hin. Tschüss. Ja, okay, Puppen haben wir 2. Donner und unsere selbe, unsere eigene, eigene. Wollt ihr etwas? Ja, wollen wir. Die Tragödie des Schneiders wäre perfekt für unsere freiwillige Theatergruppe. Na dann bitteschön, lest und erfreut euch. Ach, was weiß ich, lest einfach. Ach, es ist erhebend, wenn ein Held... Welch seltsam Land ist, wohin der Wind meinen Körper gebracht, der Himmel es sein muss... Und ich bin wohl tot, denn ich sah das Schiff sinken geschwind. Und von den Wellen spürte ich des Todes fauligen Kuss. Doch still jetzt, wer kommt hier? Wahrlich, das Auge täuscht, zu sehen, ich dacht. Ein seltsam Ding schleicht beim Wrack am Ufer wie ein Tier. Nun weiß, ich hab mit dem Tod angebandelt. Da in diesem Land kein Engel wandelt. Das heißt Engel, Billy, nicht Egel. Hat er nicht Engel gesagt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber gut. Hallo, ich will reden. Nochmals hallo. Tja, der reuige Alchemist. Aber ich bin nicht sicher, ob das wirklich für Kinder geeignet ist. Tja, wenn ihr das für gut haltet, oh Held. 25 Jahre bin ich schon Wirt in diesem Gasthaus hier, unwissend dessen, dass mein Weib untreu ist mir. Ich servierte den Leuten jeden Tag Bier. Bei Nacht mein Weib diente ihnen anders hier. Doch bald wird sie's reuen, meine Frau zu verführen. In ihren nächsten Schluck Bier mein Gift ich werd rühren. Er stirbt durch den Genuss, der kopuliert mit ihr. Dann werde ich sehen, wer ehrlich ist gegenüber mir. Danke, Billy. Ich denke, das reicht für heute. Eine sehr interessante Lektüre. Ja, sehr interessant. So. Wollt ihr etwas? Ja. Oh Herr, ihr seid kein böser Mensch. Könnte eines Tages nützlich sein. Ich hoffe allerdings, dass die Kinder diesen Ratgeber nie brauchen. Das kann ja wohl nicht sein. 3 Stück noch. Heute sehen wir uns, ihr seid kein böser Mensch, an. Dieser Held scheint das Buch bereits gründlich studiert zu haben. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie ihr weniger schrecklich wirken könnt. Hübsche Kleider tragen? Das stimmt. Kleidung sagt viel über ihren Träger aus. Und das Tragen von dunklem Leder oder Kettenpanzerung kann die Leute verängstigen. Weitere Vorschläge? Nichts anziehen. Bäh. Tja, so sieht man eher komisch als schrecklich aus. Und nackte Menschen wirken wirklich nicht sehr vertrauenerweckend. Mal sehen, was das Buch zu diesem Thema zu sagen hat. Ja, anscheinend nichts. Okay, nächstes Buch. Habt ihr heute... Ja. Der Trigamist? Meint ihr nicht... Die Schüler sind zu jung, um etwas über Kastration zu lernen? Nein! Hey! Der Trick. Okay, wir haben keine anderen Bücher. Verdammt! Okay, Leitfaden für Furze und so, das hatten wir also schon. Also doppelte Bücher gehen nicht. Gut zu wissen.
Jetzt fehlen uns noch drei Bücher fehlen uns noch. Haben wir in dem Haus vielleicht ein paar Bücher? Geh mal aus dem Weg, ich stehle jetzt. Guck nicht zu! Die Gilde der Versager, das hatten wir schon. Ey, Mensch. Ihr seid ein böser Mensch, hatten wir auch schon, verdammt. Haben wir hier noch ein Bücherregal? Nein, schade. Wo gibt's denn noch Bücher? Ah, Mann. Oakvale bestimmt. Oakvale. Wir düsen mal ganz schnell nach Oakvale. Ich will das jetzt fertig kriegen. Wenigstens diese drei blöden Bücher noch. Und eigentlich, es tut mir leid, dass ich jetzt halt die Parts damit vollballer. Ich glaube, das ist schon der zweite Part ist damit, ne? Ja, irgendwie so auf den Dreh, um den Dreh. Tut mir leid. Ganz ehrlich, tut mir leid. Nicht wirklich. Dann gehört dann nun mal zum Spiel dazu. So, haben wir hier vielleicht Bücher? Ich will, da ist ein Buch. Da hat auf jeden Fall Bücher. Ich möchte, was für Bücher hast du denn? Okay. Bereits im Besitz. Verdammt! Verdammt. Wir könnten ja mal in die Häuser gehen. Und ja, ich weiß, wir können Miete holen. Und da einfach mal stehlen. Ich wollte zwar nie stehlen, aber für diese Aufgabe gucken wir mal. Das ist zum Beispiel ein Buch, was wir noch nicht hatten. So, was haben wir hier? Hier haben wir doch auch noch ein Haus. Da ist aber da kein Bücherregal bei. Obwohl sind die auch hier drin? Ich guck mal. Nein, hier sind nur Klamotten drin. Ja, ich meine, wir kriegen jetzt ganz, ganz viele böse Punkte. Und es tut mir eigentlich auch ein bisschen weh, dass ich das kriege. So ein kleines bisschen. Da oben haben wir schon mal, ne? Da hat mich was geklaut. Aus Versehen mal. Ja. Einfach hässlich. Hat man, glaube ich, auch schon, oder? Leitfaden für Furzern. Nochmal. Ich glaube, die Bücher könnten wir echt mal verkaufen, weil davon haben wir, glaube ich, jetzt ein paar mehr auf... Also doppelt. Nichts. Okay, hier hatte ich dann schon geklaut. Aus Versehen mal. Jetzt ist es ja mit voller Absicht. Von daher, ich habe schon vorher damit anfangen können. So, haben wir hier noch ein Bücherregal? Nein, doch da. Nichts. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Haben wir zwei neue Bücher oder nur ein neues? Wo könnten wir noch ein Buch finden? In der Gilde war ich schon jetzt überall, glaube ich. Da ist noch ein Haus. Da könnten wir ja mal reingucken. Du gehst rückwärts, machst voll den Moonwalk. Los, gib mir noch zwei Bücher. Was ist denn das für ein... Das sind ganz viele Bücher. Gib mir die Bücher. Da unten mal ein Regal. Da ist auch eins. Eine Heldenreise. 3. Das hatten wir auch noch nicht. Das ist gut. Hi. Freundschaften schließen. Hatten wir schon Freundschaften schließen? Ich weiß es nicht. Ja. Gucken einfach mal. Die Kinderfrisur. Na super. Tja. Dann. Was? Wir können hier heiraten? Ja, dann, hi. Ich bin so gerührt. Nee, doch nicht. Heiraten. Willst du vielleicht ein Bier? Hier, guck mal, hast du ein Bier. Hier ist noch ein Bier. Ja, Frauen abfüllen. Hier, willst du ein Bier? Ach nee, du willst einen Ring. Nee. Waren wir in dem Haus schon drin? Das kommt mir gerade so. Ja, viel Spaß beim Trinken, beim Torkeln. Hier waren wir noch nicht. Hier, komm. Hier ist ein... Das hatten wir auch noch nicht. Ich glaube, wir haben jetzt echt alle Bücher. Kurzer. Na, gut. So. Ah ja. Für die Kinderbildung, Dingsbumsbildung, ne, da stehle ich auch. So, mal das Geld her. Oder Gold. Dann düsen wir zurück. Nach Südbauerstone. Schlafen ein paar Ründchen. Und dann geben wir die Bücher ab.
Und mehr werden wir in diesem Part dann auch nicht machen. Tut mir leid. Im nächsten Part geht's dann auch, versprochen, mit der Hauptstory weiter. Ja. Sonst gibt's ja nichts zu sagen zu. Wir gehen schlafen. Gute Nacht. In voller Montur, wie immer. Ja, sollte reichen. Da müssen wir wieder ein bisschen warten, ne? Ich glaube ja. Ja, während wir warten, hüstel ich mal eine Runde. Momentchen. So, und wir haben ja gelernt. Wisst ihr was? Wenn die jetzt eh hier schon erst ankommen müssen, können wir auch mal ganz schnell ein Hühnchen treten. Oh, doch nicht. Jetzt. Willenskrafttränke kaufen gehen. Und wir könnten eigentlich mal ein bisschen was verkaufen. Jo, wir wollen verkaufen. Alles das Zeug, was ich nicht brauche und was du gar nicht haben willst, sehe ich gerade toll. Den langen Bogen zum Beispiel, den kannst du haben. Okay, das willst du alles nicht haben. Wahrscheinlich hat er nicht genug Geld dafür. Oder irgendwie sowas. Warte, hat man den Archäologen eingesperrt? Stimmt doch gar nicht. Lügt doch nicht. Den haben wir doch schon lange befreit. Was darf ich für euch tun? Ich glaube, wir können euch ein besonderes... Naja, 5. Ist besser als nichts. Nehmen wir das auch noch so. Jo, jetzt aber. Jetzt müsst ihr eigentlich auch da sein. Und dann können wir die restlichen Bücher abgeben. Und... Zeitlich? Nee, das passt nicht mehr. Ich muss leider nach diesem Part leider aufhören mit dem Aufnehmen. Weil ich muss dann ja auch noch alles bearbeiten und so und dann auch hochladen. Nee, das schaffe ich sonst nicht. Nein, nein, nein. Tut mir leid. Schnarch ich nicht so. Habt ihr heute Bücher? Ja. Die Prüfungen von Arkham. Ein Klassiker. Ihr fandet es bestimmt recht unberuhigend, nicht wahr? Ich habe es nicht gelesen. Danke sehr. Ich bin sicher... Vor langer Zeit in einem Dorf am Meer lebte Arkel mit Familie und war glücklich gar sehr. Friedlich war ihr Leben lange Zeit, bis eines Tages eine Bande machte sich bereit, zerstörte das friedliche Dorf am Meer und schadete der Familie des Jungen sehr. Doch von Arkel selbst fand man keine Spur dort. Denn er versteckte sich an einem sicheren Ort. Und obgleich er sich wünschte einzugreifen, musste er warten, bis die Wilden sich verpfeifen. Dann kam er hervor und fand seine Familie tot. Die Dorfstraßen voller Leichen, überall Not. Meine Güte, das ist wirklich unoriginelles Gewäsch. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt weiß ich auch, was er meinte, warum, ja. Habt ihr die Vernichtung von Oakvale ist ein faszinierendes Thema, aber das Buch ist doch etwas zu bildlich für Kinder dieses Alters. Nein! Nimm es! Das kann ja wohl nicht schaden. Heute lesen wir aus dem Buch Der Überfall auf Oakvale. Einige von euch wird die Geschichte vielleicht ängstigen. Ich spielte mit meinem Teddybären Rosie, als die Räuber angriffen. Der nette Junge von weiter oben hatte ihn gerade vor meinem Bruder gerettet. Ich wusste nicht, dass ich sie nie wiedersehen würde. Die Schreie warnten mich. Ich versteckte mich unter einem alten Wagen. Von dort sah ich, wie die Räuber all meine Freunde töteten und mein Zuhause niederbrannten. Ich wollte ihnen helfen, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Vielleicht sollten wir dieses Buch später zu Ende lesen. So in 10 bis 15 Jahren? Gibt es vielleicht auch spezielle Bücher, die nur gut sind? Die man nur gut vorlesen kann? Und ich jetzt einfach nur irgendwelche Bücher nehmen? Der Träger Mist? Nein! Wir haben nur noch andere Bücher. Nein! Ihr seid Kacke. Also nicht ihr, sondern
mit ihr meinte ich ihn. Mit ihr. Verdammt, jetzt fehlt ein Buch. So. Nothole Glade. Einen angenehmen Aufenthalt. Nothole Glade, da gehen wir noch hin. Da gucken wir, ob wir da vielleicht ein Buch finden, was wir noch nicht hatten. Ich dachte, ja, das waren auch eigentlich schon, weiß nicht, wir hatten doch 3 Bücher, oder? Na, ist egal. Auf jeden Fall können wir Miete holen. Ja. Du bist nur ein Schmied, ne? Aber hast du vielleicht auch Bücher? Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot. Oh, hast du vielleicht das glänzende? Nö, war ja klar. Alle nur die dunkle Kacke. Ja, die glänzenden Plattenleggings haben wir ja schon. Die glänzenden Plattenstiefel haben wir ja auch schon, ne? Ja. Doof. Wenn man in einem Laden etwas kauft, in einem anderen wieder verkauft. Du bist der Tätowierer? Dann tätowier uns mal. Es ist mir eine Freude, euch zu dienen. So, wir wollen. Was nehmen wir denn? Nee, das sieht scheiße aus. Nee. Machen wir erstmal die Brust. Nehmen wir das? Für den Rücken nehmen wir, das sieht schon ganz okay aus. Für die Arme, wildes Meer oder das? Nehmen wir das wilde Meer. Die Beine kriegen, ja, von mir aus das hier. Und das Gesicht. Sieht mir ein bisschen zu viel aus. Heuler? Was ist mit der Heuler? Ja, nehmen wir Heuler. So. Gruselfaktor plus 51. Hey, in dieser Taverne, da wird man ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ja, schön. So. Wo kriegen wir hier jetzt Bücher? In den Häusern, denke ich mal, wa? In den Häusern. Oder da? Was haben wir denn hier? Was ist das? Was? Aha. Oh, eine Truhe. Ja, super, die Kettenpanzerstiefel. Das schnarkt jetzt so ein bisschen an mir, dass echt nur noch ein Buch fehlt. Haben die hier keine Bücherregale oder was? Oh, die Belverin-Töterin. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Ich glaube, wir können zurück. Ich werde sicherheitshalber nochmal reingehen und dann handeln. So, was hast du denn hier? Ah, nur einfach hässlich. Verdammt. Da ist nix. Was ist hier? Nichts. Oh. Ja, ich bezahle ja. Doch, so, ja, haben wir das Geld wieder drin, ne? Obwohl, wie viel hat es gekostet? Ich glaube, ein bisschen mehr. Na, ist ja nicht so schlimm. Schaffen wir das noch zur Schule? Das Buch abgeben? Oder müssen wir dann wieder schlafen? Das wäre jetzt blöd. Nur für das eine Buch. Ich glaub, die Belverin-Töterin hatten wir noch nicht gehabt. Da ist er noch. Es ist noch Zeit. Du kannst noch lesen. Das letzte Buch kannst du jetzt noch lesen. Weh, du sagst das von wegen, das passt dir nicht. Ah, die Belverin-Töterin. Ja. Mein Vater hat mir jeden Abend die Abenteuer von Scharlachrobe vorgelesen. Ach, es ist erhebend, wenn ein Held so sehr an... Balverine sind die wildesten Kreaturen in Albion. Doch einst gab es ein mutiges, junges Mädchen ohne Furcht. Eines Tages griff eine der Bestien Nothole Glade an, wo das Mädchen lebte. Alle Dorfbewohner, bis auf das Mädchen, flohen. Die Kleine bekämpfte die Kreatur, die doppelt so groß war wie sie, nur mit einem Stab bewaffnet.
Als die Krieger eintrafen, lag die Bestie tot zu Füßen des Mädchens und sein Kleid war blutgetränkt. Seit diesem Tag kannten sie alle nur als Scharlachrobe. Mit der Zeit wurde die junge Frau eine große Heldin, vertrieb die bösen Balverine aus fast ganz Albion und kämpfte in der Witchwood Arena. Bevor ihr geht, möchte ich euch etwas zeigen. Bei einer unserer Exkursionen entfernte sich der kleine Billy wie immer vom Weg und fand dies. Silberschlüssel Nummer 25. Wunderbar. Er versuchte es zu verstecken, wie ihr euch denken könnt. Bestimmt habt ihr Verwendung dafür. Aber natürlich. Siehst du? Auch Mädchen können Helden sein. Ja, meine Mama war eine. So, oder ist eine. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Fable wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie gesagt, dann geht's mit der Hauptstory oder Hauptmission weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.